Moin, herzlich willkommen hier am, was ist denn heute Montag? Auf der Holzer Map. Und wir sind dabei, die restlichen, ja, den Rest, Ballen zu pressen. So. Ich nehme jetzt erstmal hier das, was hier wirklich schön. Schnell nach vorne gucken, dass ich hier die Hälfte liegen. Wir brauchen wieder Silageballen. Kann man nie genug haben. Und um Silageballen zu bekommen, muss man natürlich auch Ballen pressen. Das ist ja klar. Und jetzt müssen wir die danach auch noch killen. Na los, kommt. Wir essen zeitig. Ja, liebe Leute, am Samstag, 18.05., 15.30 Uhr. Da fahre ich nochmal von oben ran, dann muss ich das besser ausholen. Startet bei mir auf dem Kanal ein neues Projekt. Also das Projekt ist schon gestartet, wir haben die ersten Folgen aufgenommen. Aber dann, ab dann könnt ihr es gucken. Und ihr kriegt schon morgen 15.30 Uhr und Donnerstag 15.30 Uhr. Kommen kleine Videos, kleine Teaser, Trailer, wie auch immer man das nennen möchte, wo ihr so ein paar bisschen was von dem Projekt schon erfahren könnt. Die Videos, das Projekt selber wird dann auch immer Donnerstags, Dienstags, Donnerstags, Samstags, Sonntags 15.30 Uhr erscheinen. Und das ist ein Multiplayer-Projekt. Ja. Tatsächlich. Und es wird also nicht nur bei mir zu sehen sein, sondern das Projekt wird auch beim Mario D zu sehen sein. Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Und beim Mario Hirschfeld. Und das Ganze ist ein Roleplay. Nennt sich, ja, seht ihr im Video morgen, 15.30 Uhr. Oder es kann sein, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht es noch nicht ganz fest. Kann auch sein, dass wir gestern um 15.30 Uhr schon ein Video veröffentlicht haben zu dem Thema. Dann wisst ihr den Namen vielleicht schon.
Aber ansonsten erfahrt ihr ihn morgen um 15.30 Uhr. Also seid gespannt, haltet Ausblick auf unseren Kanälen. Und dann gibt's Infos. Wir hoffen, ihr habt da dann beim Gucken so viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen schon hatten bisher. Ja, das hat wirklich eine Menge Laune gemacht. Das war wirklich, wirklich lustig. Ich muss hier noch so ein bisschen was aufsammeln. Ich habe hier so viel... Will ich mein Headtracking wieder aktivieren, da wird's nichts. Das sind 30. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, guckt rein, schaut zu, habt Spaß. Dienstags, Donnerstags und Samstag, Sonntag jeweils 15:30 Uhr. Wir hatten richtig Laune, haben uns amüsiert bis zum geht nicht mehr. Nee, stimmt gar nicht. Also wir haben uns nicht jetzt. Es war nicht übermäßig albern oder so, aber es hat Spaß gemacht, es war cool. Es war richtig, richtig lustig. Wie war das? Ich wollte auch noch eine Werkstatt mir irgendwie bauen, ne? Oder zumindest einen Werkstattträger irgendwo hinsetzen. Wo ist denn der Wickler? Der Wickler steht hier drin, ne? Das fahren wir mal so. Da steht da der Ballenwickler. Und da steht mein Futtermischwagen, den ich vielleicht gar nicht mehr brauche. Weil ich mir eine Futtermischfabrik bauen will. Kann, darf, wie auch immer. Mal eben kurz gucken, wenn um mein Feld 35 gestellt ist. Bestellt ist, meine ich. Da ist ja Hafer drauf. Wachstum. Unkraut. Ich muss also unbedingt Unkraut wegmachen. Da würde ich gern striegeln. Das heißt, ich muss mir einen Striegel kaufen. Pflanzenschutz eigentlich. Ja. Habe ich dafür eine Arbeit? 9 Meter. 9 Meter Arbeit. Kaufen. So, und dafür muss ich dann jetzt nämlich mal eben hier meine Sämaschine. Oh, die Bäume kriege ich nie weg. Gib mir auch einen Keks. Sowas von.
Jetzt fahren wir runter zum Hof. Zum Shop mit dem hier. Das kann ja schon mal passieren, während wir hier vorne Ballen wickeln. Raus wollen wir. Passt. Super. Und jetzt müssen wir wieder wickeln, wickeln, wickeln. Ich weiß, das Anderson Pack hat auch so ein Ballenschlauch. Dingenskirchen, hast du nicht gesehen? Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Ich habe mal eine Frage. Wisst ihr das? Die Mischfutterfabriken vom Fed, nehmen die auch Ballen an oder nehmen die nur lose Ware an? Das weiß ich nämlich nicht. Kling, 9 Uhr. So, jetzt sind die auch aus. Ich vergesse das immer, obwohl sie mir die ganze Zeit natürlich ins Auge stechen. Vergesse ich immer, die auszuschalten. Mann, Mann, Mann. Liebe Leute,
Das war's schon hier für die Folge. 10 Uhr nordfriesische Marsch. Ja, morgen auch wieder 9 Uhr. Holzer Map, 10 Uhr nordfriesische Marsch und 15.30 Uhr die ja, Infos zu unserem neuen Projekt. Ich habe schon ein bisschen was anklingen lassen. Schaut rein, lasst euch überraschen. Und ja, in diesem Sinn verabschiede ich mich erstmal bei euch und sage dann mal ciao.